Herzlich willkommen zur Traumflieger Equipment Demo. Heute stellen wir Ihnen 6 externe Soundboxen für iPod, iPhone bzw. das iPad vor. Dabei haben wir die Preisklassen von 20 bis knapp 300 Euro bunt gemischt. Der interne Klang von iPod und Co. ist ja eher eine Notlösung. Da kommt natürlich der Wunsch nach besseren Lautsprechern auf, vor allem wenn man keine HiFi-Anlage in der Nähe hat. Also liegt der Wunsch natürlich nahe, hier externe Lösungen zu finden. Wir haben hier 5 verschiedene Boxen, Soundboxen, die alle mobil sind und die entweder ein Stereokabel für die Stromzufuhr oder Batterien benutzen. Die größeren Vertreter bekommen dann auch noch ein Netzgerät spendiert von den Herstellern. Fangen wir mit dem kleinsten an. Wir haben hier den Raiko XL Vakuum Speaker, ist besonders klein, lässt sich aufklappen und verfügt über eine separate Lautstärkeregelung mit einem 3,5 mm Stereoklinkenkabel und da kann man mit dem Kabel in die Kopfhörerbuchse von iPod und Co. reingehen. Der Raiko passt sogar in meine Hemdtasche und durch das gummiert wirkende Kunststoffgehäuse ist er gut geschützt, liegt sehr schön in der Hand. Man hat auch noch kleine Gummifüße hier unter und rutscht dann auch auf glatten Oberflächen nicht weg. Äußerlich von den Packmaßen durch das geringe Gewicht von 94 Gramm ein besonders interessanter, angenehmer Begleiter, wie ich finde. Der zweite Kandidat ist der Wavemaster Mobi, wiegt mit 87 Gramm sogar noch eine Idee weniger, lässt sich ebenfalls ausklappen und ähnelt dann ja, so einer fliegenden Untertasse. Jetzt liegt da hier auch ein Einschalter mit 2 Lautstärkepositionen frei und durch das eingelassene, im Boden eingelassene Stereo-Klinkenkabel kann er also auch die Verbindung zu iPod und Co. aufnehmen. Hier gibt es auch noch auf der anderen Seite so eine kleine USB-Buchse. Der Wavemaster ist 2 cm breiter als der gerade vorgestellte Raiko Speaker, passt aber auch in meine Hemdtasche, wie man sieht. Der dritte Vertreter ist durchaus noch für eine Manteltasche geeignet. Das ist der JBL On Tour, kostet rund 60 Euro und wiegt mit 357 Gramm auch rund das Dreifache im Vergleich zu diesen kleinen Vorgängern. Ausgeklappt liegt er 2 Lautsprecher vorne vor, unten ist auch gummiert, das heißt, er ist auch gegen Wegrutschen gesichert. Und hier hat er noch 2 Lautstärkeregler auf der Unterseite, beziehungsweise hier hinten gibt es noch 2 Eingangsbuchsen für Netzgerät und Stereo-Klinkenkabel und hier kann man auch noch ein Batteriefach öffnen für 3 AAA Mikrozellen. Das ist ein bisschen hakelig. Deutlich schwerer mit 2,1 Kilo, aber trotzdem mobil ist die Bose Sounddock. Das Bose Sounddock, die Bezeichnung weist auf die Docking-Möglichkeit hin, denn er nimmt hier vorne iPad, iPod und Co. auf und hat auf der Rückseite 2 Anschlussbuchsen für Netzgerät und 3,5 Stereo-Klinke. Hier hinten ist auch noch so ein großer Akku mit 1900 mA, den man bedarfsweise auch abkoppeln kann. Eine Fernbedienung komplettiert das Angebot des rund 260 Euro teuren Sounddocks. Etwas stylischher finde ich diesen Harman Kardon Go & Play, der mit 3,8 Kilo fast das Doppelte des Boses auf die Waage bringt. Liegt aber preislich in einer ähnlichen Region, so um 260 Euro. Vorne finden sich 2 Hoch- und Mitteltöner, hinten gibt es 2 Bassboxen und hier hinten gibt es eben auch 2 Anschlussbuchsen für Netzgerät und 3,5 Stereo-Klinke. Auf der Unterseite kann man auch noch 8 Monozellen unterbringen, dann wiegt das Gerät knapp 5 Kilo, wenn man es also mit Batterien noch drin hat. Das Dock nimmt verschiedene im Lieferumfang enthaltene iPod- bzw. iPhone-Smart-Geräte auf. Die kann man hier vorne also einstecken. Und hier gibt es auch noch eine Schublade, wo man eine kleine Fernbedienung unterbringen kann und dieses Gerät fernsteuern kann.
Ja, wie klingen diese Geräte? Wir haben am iPod Touch den Equalizer auf Loudness aktiv eingestellt und den Sound mit einem sehr hochwertigen Biodynamik-Mikrofon im Mono aus einer Distanz von zunächst 30 cm aufgezeichnet. Mit dem Vergleich ist auch eine Logitech Computer Lautsprecheranlage, um mal einen Quervergleich zu diesen mobilen Soundgeräten zu haben. Es wird deutlich, dass die externen Boxen erwartungsgemäß Qualitäts- und Lautstärkenvorteile gegenüber dem Solo-iPod erzielen. Die Faustformel, je größer, umso schwerer, umso besser der Klang, wird hier bestätigt. Eine Ausnahme macht die Wavemaster, die trotz des geringen Gewichts besser als die Raiko klingt. Noch deutlich besser ist die JBL, die zwar insgesamt durch ein voluminöseres Klangbild von der Bose übertroffen wird, aber in den Höhen und Tiefen bessere Dynamik als die Bose aufweist. Ohne Frage klingt die Harman Kardon am besten, auch gegenüber der stationären Musikanlage von Logitech. Um den Vergleich noch enger zusammenzuführen und zu erleichtern, hier erneut im Schnelldurchlauf. Klangqualität aus geringer Distanz ist nur ein Kriterium. Wie sieht es aber aus, wenn ein ganzer Raum beschallt werden soll? Für den nächsten Vergleich haben wir das Mikrofon in 3 Meter Entfernung platziert und die Soundboxen bei maximaler Lautstärke aufgenommen. Thank you.
Raumschallung ist mit allen Soundboxen möglich, aber nur die großen Geräte bringen oberhalb von 80 Dezibel noch Dampf, um Partygäste ausreichend laut zu beschallen. Dazu eignet sich das Harman Kardon Gon Play wie auch das Bose Sounddock. Letzteres hätten wir sogar noch etwas lauter einstellen können, doch dann fing es langsam an zu verzerren. Also 110 Dezibel hatten wir jetzt gerade bei unserem Soundcheck nicht, aber so grenzwertige Lautstärke. Jedes der Geräte hat seine Existenzberechtigung. Der Raiku ist besonders kompakt und offenbar robust gebaut, wird klanglich aber recht deutlich von der Wavemaster geschlagen. Nochmals deutlich besser klingt die JBL, ist auch recht mobil, dafür aber nicht besonders laut. Die Bose bringt gleich ein Akku mit, bietet 110 Dezibel bei Bedarf extreme Lautstärke, kann uns klanglich jedoch nicht voll überzeugen. Besser gefällt uns der satte Sound hier von der Harman Kardon. Perfekt ist Harman Kardon aber auch nicht. Das Dockingfach ist ziemlich fummelig und sie fällt nach 10 Minuten ohne aktives Soundsignal in einen Standby-Modus, der nicht reaktivierbar ist, also als Radiowecker eher ungeeignet. Dennoch ist sie unser klarer Testsieger in Sachen Soundqualität. Eine HiFi-Anlage mit Standboxen klingt aber noch besser und bringt auf größere Distanz ein klareres Stereobild. So viel zunächst von Traumflieger zu iPod, iPhone und iPad und externen Soundboxen. Schauen Sie in unsere iPod und Co-Sektion, da finden Sie weitere Tipps, insbesondere auch für DSLR-Fotografen. Bis bald!